Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Ich melde mich zurück nach einer längeren Pause und jetzt wieder mit einem Schwangerschaftsupdate. Und das hat einen Grund, denn in der letzten Zeit ging es mir nicht so gut und ich dachte, das ist dann so das passende Produkt, passende Video dazu. Dann erkläre ich euch nämlich, was in der letzten Zeit bei mir alles so war. Und zwar bin ich jetzt gerade in der 27. Schwangerschaftswoche, das heißt im 26 plus irgendwas, 27. Schwangerschaftswoche, 7. Monat ist es jetzt und ja, also es ist meine 4. Schwangerschaft und trotzdem habe ich so ein bisschen ein paar Fehler gemacht und zwar ist es halt immer so, dass man, ja, wie soll ich das erklären? Ich will nichts auf eigene Faust machen und mir ging es total schlecht und ich bin jetzt auch natürlich regelmäßig bei meiner Frauenärztin. Dort wird mir auch immer Blut abgenommen, aber es wird nicht immer alles kontrolliert, sondern immer stufenweise. Und ich dachte, ich bin einfach ein bisschen schlapp durch die Schwangerschaft und nein, es war wirklich ein Rieseneisenmangel scheinbar. Ich bin ich bin aufgestanden und war direkt wieder müde und das zog sich eine Woche lang. So. Dann habe ich meinen Schwiegervater gefragt, was kann das sein, und er meint so, ja, dann hast du auf jeden Fall einen Mangel. Denn das kann man ziemlich leicht herausstellen, wenn ich gegessen habe, dann ging es mir ganz schlecht. Also ich bin dann fast umgefallen. Habe ich meinen Schwiegervater angerufen, der Arzt ist, und dann meinte ich so, eigentlich dachte ich, nach dem Essen wird es mir gut gehen. Also nein, wenn man zu wenig Eisen hat, also wird zu wenig Blut auch, glaube ich, produziert, ist das ganze Blut damit beschäftigt, also nicht das ganze, aber wird sehr konzentriert im Bauch zur Verdauung benutzt und dann fehlt es dir einfach sozusagen oben. Das ist nicht so gut. Und ja, deshalb bin ich dann immer müde geworden und habe jetzt auch Kräuterblut. Normalerweise bin ich sehr vorsichtig mit jeglichen Empfehlungen von Tabletten. Aber Kräuterblut habe ich jetzt ganz oft gehört und ist auch sehr gut verträglich. Man kann es auch sogar bei DM kaufen. Und auch Mädels zum Beispiel, die während bestimmten Tagen sich nicht so gut fühlen, können das auch austesten. Schwiegervater sagt aber immer, eigentlich sollte man das testen oder einen Arzt fragen, nichts auf eigene Faust nehmen. Deshalb sage ich das euch auch so weiter, dass man ja jegliche Art von Vitaminen auch nicht einfach so nehmen kann, weil Vitamine sind gut, aber wenn sie zu viel sind, wirken die eventuell dann auch schädlich. Dann hatte ich ein ziemlich großes Problem und zwar habe ich eine Risikoschwangerschaft, da meine zweite Tochter zu früh auf die Welt gekommen ist. Die ist einfach mal so, ich dachte, ich habe Übungswehen und zwei Tage später war sie da. Ja, sie war dann 6 Wochen zu früh gewesen und hat 1900 Gramm gewogen und 42 cm war sie groß. Deshalb ist auch jede weitere Schwangerschaft, auch wenn zum Beispiel die letzte musste eingeleitet werden, also da war gar keine Schwierigkeiten da, aber trotzdem, da man diese eine Frühgeburt hatte, zählen alle anderen dann auch als Risikoschwangerschaften. Und ja, ich glaube, das war am Samstag vor einer Woche, war ich auch auf dem da war ich auf ein Abonnententreffen beziehungsweise eher Zuschauertreffen mit ein paar anderen YouTubern und irgendwie wurde es mir dann ziemlich viel. Der Tag war überhaupt nicht anstrengend, aber auch schon die letzten Tage, ich habe gemerkt, dass in den Waden meine Waden so gespannt haben. Ich hatte nicht Wadenkrampf, aber so in der Art, so Vorstufe, sagen wir mal so. Und das hat sich dann auch auf meinen Bauch verlagert und Übungswehen fangen so circa 2 Monate vorher an und jetzt ist es eindeutig zu früh. Und da wollte ich auch jetzt nichts nehmen, ohne meine Ärztin zu fragen. Ich wusste, was man eventuell nehmen kann und damit habe ich auch recht behalten, und zwar Magnesium. Magnesiumtabletten verhindern diese Muskelkrämpfe. Man sollte aber wissen, dass man sie auch rechtzeitig wieder absetzen muss. Deshalb sollte man es auch wieder den Arzt dann sagen, wenn man schwanger ist, dass man sowas zu sich nimmt. Denn später muss man dann natürlich, ist man angewiesen, dass die Muskeln diese Übungswehen machen. Und wenn man da die ganze Zeit durchgehend Magnesiumtabletten nimmt, kann man das eventuell verhindern und kriegt keine Senkvene und muss dann das Ganze vielleicht eingeleitet werden. Und das ist kein Spaß, das habe ich jetzt schon 2-mal gehabt.
Einmal war okay, das erste Mal war ein bisschen heftig. Jetzt ruft meine Tochter, weil die ist krank und zu Hause. Cool, im Fernsehen ist Tangle-Teaser. Ja, das soweit zu mir. Ich glaube, die Wehwehchen habe ich halt alle mit den Vitaminen und nicht zu viel Essen auf jeden Fall gut in den Griff bekommen. Wiege jetzt auch 64 Kilo. Zeitweise habe ich auch 65 gewogen, jetzt habe ich mich ein bisschen mehr bewegt und nicht mehr so große Portionen gegessen, dass ich auch dann durch die Woche, wo ich sehr müde war, habe ich auch halt mich wenig bewegt und auch dadurch zugenommen. Jetzt bewege ich mich wieder, ich bin fitter und habe auch meine Allergietabletten abgesetzt, seitdem ich irgendwie kein Fastfood mehr esse. Hat die Allergie auch abgenommen. Und dazu noch mein Gerät, was ich auch für Schwangere sehr gut empfehlen kann. Ja, die Luft wird frischer gemacht im Raum und das ist natürlich sehr gut. Man kann besser durchatmen, weil man sowieso anfängt, jetzt etwas nach Luft zu schnappen. Soweit zu mir. Dann zum Baby. Das Baby wiegt jetzt um die 900 Gramm. Ist circa zwischen 35 cm groß und bewegt sich unglaublich viel. Also es bewegt sich auch so stark, dass man sehr gut von außen sehen kann. Ja, wenn man durch die Gegend läuft, dann schaukelt man das Baby und deshalb fühlen sich die Kinder dann später auf den Arm, wenn man sie etwas durch die Gegend schleppt, wiegt und bewegt, fühlen sie sich sehr wohl, weil das kennen sie ja aus dem Mutterleib, haben auch jetzt die Möglichkeit, die Äuglein aufzumachen und wie gesagt, in diesem Augenblick ist es sehr angenehm, das Baby zu spüren, man ist immer noch nicht so total mit einem Riesenbauch, aber ich muss sagen, für die Mama ist es einfach das Schönste, wenn das Baby sich anfängt zu bewegen und ich genieße es jetzt richtig, richtig doll. Und ja, dann war es das so. Ich zeige euch jetzt nochmal meinen Babybauch und ja, dann gucken wir mal, was für ein Update sich jetzt gemacht hat. Ja, das ist jetzt mein Babybauch und zwar sieht er jetzt so aus. Ich denke mal, in der letzten Zeit hat er wirklich einen Schub gemacht. Man merkt auch, dass das Baby einfach ein bisschen größer wird. Und ja, aber es ist noch sehr, sehr angenehm. Ja, also es ist wirklich jetzt im Augenblick so mit die schönste Zeit. Man hat noch einen sehr schönen Bauch, der ist noch nicht zu groß, dass man dann wirklich aus der Puste kommt, wenn man sich bewegt. Ich komme zwar ab und zu schon aus der Puste, aber es wird noch ein bisschen schlimmer. Deshalb, diese Zeit sollte man auf jeden Fall sehr, sehr genießen. Sie ist sehr schön. Das Baby wird später sich nicht mehr so viel bewegen können, weil es dann umso enger wird. Umso weniger kann es sich natürlich dann auch regeln und strecken. Deshalb genießen und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!